Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Dieses Jahr dreht sich in der großen museumsübergreifenden Ausstellung Zwischen den Welten alles um Bernhard Höttger in Worpswede. Das liegt daran, dass sich der Geburtstag von diesem Künstler dieses Jahr zum 150. Mal jährt. Und anlässlich der Vernissage am 17. März blicken wir mal ein bisschen in die Museen und gucken uns die Ausstellung an. Wir fangen an hier in der großen Kunstschau. Das ist so ein bisschen der zentrale Platz, würde ich sagen. Und insofern auch ein guter Startpunkt, falls ihr euch die Ausstellung selbst angucken wollt. Hier seht ihr direkt ein paar große Übersichtstafeln, wo ihr etwas über das Leben von Bernhard Höttger lernen könnt. Und dann gehen wir jetzt hier einmal in die Rotunde. Die kennt ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr euch schon öfter ein paar Videos von uns angeguckt habt. In der Rotunde finden wir immer einige Gemälde von den klassischen Worpsweder Künstlerinnen und Künstlern. Und anlässlich dieser Ausstellung ist das Ganze natürlich erweitert worden um einige Werke von Höttger. Die gucken wir uns gleich an. Hier haben wir erstmal ein schönes Bild von Fritz Urabeck. Hier haben wir ein Bild von Hans am Ende. Dort vorne seht ihr ein ganz bekanntes Trio von Fritz Markensen. Und daneben hängt ein ganz aktuelles Kunstwerk von Julia Kielmann. Dazu erzähle ich euch ein bisschen später auch noch ein bisschen mehr in diesem Video. Und insofern haben wir hier in der Rotunde schon mal so unsere klassischen Kunstwerke, die hier eigentlich fast immer hängen, ein bisschen variiert, immer mal ausgetauscht, aber so vom Prinzip her. Und dann seht ihr da hinten die deutlich helleren, bunteren Werke. Das sind tatsächlich Werke von Bernhard Höttger. Die schauen wir uns gleich auch nochmal ein bisschen konkreter an. Aber hier noch einmal so der Rundblick quasi durch diesen Teil der Rotunde. Und wie gesagt, der Hauptblick in diesem Jahr bezieht sich auf Bernhard Höttger. Und insofern sind alle Museen da so ein bisschen drauf fokussiert. Aber vernachlässigen auch so die klassischen KünstlerInnen nicht. Das hier ist ein sehr schönes Werk, das mögen wir sehr gerne von Hans am Ende. Und dann gucken wir uns jetzt einmal hier die Werke von Bernhard Höttger an. Was ein bisschen schade war, ist, dass in der Rotunde keine kleinen Plaketten oder Namensschilder oder so neben den Kunstwerken hingen. Das fanden wir ein bisschen schade und hat auch tatsächlich zu ein bisschen interessanten Gesprächen geführt, die wir so ein bisschen mit einem Ohr gehört haben von anderen BesucherInnen. Da waren dann nämlich so Äußerungen wie, naja, das ist ja eine Bernhard-Höttger-Ausstellung. Das heißt, alle Werke, die hier hängen, sind von Höttger. Und zum Beispiel, da hinten seht ihr schon so ein bisschen durchblitzen den Sommerabend, bevor wir hier noch diese Skulpturen von Höttger uns angucken. Aber auf jeden Fall haben wir ein paar andere Menschen gehört, die durch die Ausstellung gingen und zum Beispiel auf den Sommerabend zuging, den wir hier sehen, was ja eines der bekanntesten Werke aus Worpswede ist und natürlich nicht von Höttger ist, sondern von Heinrich Vogeler. Und da wurde dann aber auch sowas gesagt wie, naja, ist ja eine Höttger-Ausstellung, das heißt, das ist auch ein Werk von Bernhard Höttger. Und das fand ich ein bisschen schade, dass hier tatsächlich keine Schilder hingen. Einige Sachen werden klar aus diesen großen Infotafeln, die da hängen, die ihr auch seht im Video. Hier sehen wir zum Beispiel noch zwei Werke von Paula Modersohn-Becker. Und ja, gerade bei so den bekannten Werken ist es dann ein bisschen schade, wenn da das ein bisschen durcheinander geht, was hier von Höttger ist und was nicht. Als nächstes gehen wir in den neueren Teil der Kunstschau und dort haben wir die Ausstellung Licht und Schatten von Bernhard Höttger quasi im Zusammenspiel mit Julia Kielmann. Julia Kielmann ist eine zeitgenössische, aktuelle Künstlerin, die ursprünglich aus Leipzig kommt und die im vergangenen Sommer ein
Stipendiums Aufenthalt in Worpswede unternommen hat und von der wir deswegen in dieser Ausstellung einige Werke auch sehen, die ich euch zeigen darf, was sehr nett ist. Hier direkt am Anfang sieht man zum Beispiel den schreitenden Jüngling von Höttger, der steht normalerweise vor der großen Kunstschau und begrüßt einen quasi dort. Und dann haben wir gerade hier am Anfang einige Installationen oder, ja, wie soll ich sagen, Kunstwerke von Julia Kielmann. Und Höttger war leider ab Anfang schon der 30er Jahre sehr zugetan vom Nationalsozialismus und genau um dieses Zusammenspiel geht es quasi gerade mit den Arbeiten von Julia Kielmann. Und dann sehen wir hier anschließend den sogenannten Majolika-Zyklus von Höttger. Damit hat er 1910 angefangen und beschäftigte sich dabei vor allem mit glasierter Keramik. Majolika bedeutet, dass der Ton hier mit einer zinnhaltigen Glasur versehen wird und zweifach gebrannt wird. Und dabei entstanden viele dieser Skulpturen, die wir hier sehen können, die wir teilweise auch nur so als Aufnahmen sehen können. Tatsächlich war es in diesem Raum sehr schwierig, ein paar Aufnahmen zu machen, weil sich quasi alles irgendwo spiegelt. Insofern habe ich davon jetzt nicht so viele, aber man bekommt, glaube ich, schon mal einen kleinen Eindruck. Und noch schöner ist das natürlich alles, wenn man sich das im Original angucken kann. Aber ja, so bekommt man zumindest einen kleinen Eindruck davon. Diesen lachenden Buddha bzw. den Bonzen des Humors kennt ihr wahrscheinlich schon. Den habe ich euch ja schon ein paar Mal gezeigt, zum Beispiel auch im Höttger Garten. Das ist auch ein Video, was sich sehr mit Bernhard Höttger beschäftigt, offensichtlicherweise. Und den haben wir hier nochmal so in klein und in bunt, was natürlich auch sehr schön ist. Und dann in diesem Raum sieht man einige Plastiken von Höttger, der ja auch vor allem Bildhauer war und sich viel mit so Skulpturen beschäftigt hat, der unter anderem ja auch bei Rodin gelernt hat, beziehungsweise sich dort weitergebildet hat, wenn man das so sagen kann. Das ist übrigens ein guter Zeitpunkt, vielleicht zu sagen, ich erzähle euch, wie ihr merkt, jetzt gar nicht so viel über die Biografie von Bernhard Höttger. Das wird nochmal ein eigenes Video werden. Jetzt gerade bei diesem Video geht es eher darum, dass ich euch so einen kleinen Überblick gebe über die Ausstellungen, die ihr aktuell in Worpswede sehen könnt zu diesem Thema. Als nächstes gehen wir nämlich jetzt auch schon in den Barkenhof und das Besondere ist, dass ich euch bei dieser Ausstellung zumindest auch mal einen kleinen Teil vom Barkenhof von innen zeigen darf. Normalerweise darf man im Barkenhof keine Aufnahmen machen und im Wohnhausteil ist das auch bei dieser Ausstellung nach wie vor so. Da müsst ihr tatsächlich selber hingehen, was sich auf jeden Fall lohnt. Da hängen tolle Sachen und sehr, sehr schöne Gemälde, vor allem von Heinrich Vogeler. Insofern, der Wohnteil ist nach wie vor sehr Heinrich Vogeler zentriert und wie gesagt, da hängen sehr schöne Sachen. Hier in dem anderen Teil, an dem linken Teil, wenn man quasi auf das Haus zugeht, ist allerdings die Sonderausstellung rund um Bernhard Höttger zu sehen und davon zeige ich euch hier jetzt einen kleinen Eindruck. Das ist ein Gemälde, das heißt Eva, ist auch von Bernhard Höttger. Hier sieht man die Diele vom Brunnenhof, das war Bernhard Höttgers Wohnsitz. Ansonsten ist dieser Teil von der Höttger-Ausstellung tatsächlich relativ klein, aber auch ganz schön. Gerade dieses Gemälde von Eva hat uns sehr gut gefallen. Und dann sieht man hier auch noch einige Zeichnungen und ein Infotext rund um das Grabmal von Paula Modersohn-Becker, das ja auch von Höttger gestaltet wurde. Hier hängt auch noch ein Gemälde von Heinrich Vogeler, das heißt Mein Garten und ist von 1917. Und hier sieht man alte Aufnahmen vom Höttger Garten, der damals wie gesagt noch zum Brunnenhof gehörte. Der Brunnenhof ist allerdings 1923 abgebrannt und steht deswegen nicht mehr im Original.
Das hier ist eine Büste von Höttgers Frau, die Li hieß. Und diese Büste ist von 1917. Die beiden haben 1905 in Paris geheiratet und sie war Konzertpianistin. Genau, das war es auch schon aus dem Barkenhof. Wie gesagt, die andere Hälfte der Ausstellung kann ich euch nicht zeigen. Die lohnt sich unbedingt. Also wenn ihr nach Worpswede fahrt, dann geht da gerne hin. Und als drittes kommen wir noch in die Worpsweder Kunsthalle. Die Kunsthalle ist auch an sich relativ klein. Allerdings hat sie uns dieses Mal sehr, sehr überzeugt. Und ich würde tatsächlich sagen, das ist unser Highlight gewesen. Da hatten wir gar nicht so viel erwartet, um ganz ehrlich zu sein, weil die Kunsthalle halt relativ klein ist. Die haben zwar tolle Sachen hängen, gerade hier dieser Anfangsraum, da hängen ein paar richtig tolle Werke, die wir sehr mögen. Das hier am Anfang ist toll, das sind zweimal Birkenstämme, wie ihr seht. Einmal links von Paula Modersohn-Becker und rechts von Otto Modersohn. Also die beiden Eheleute quasi direkt nebeneinander mit mehr oder weniger dem gleichen Motiv. Und hier sieht man sehr schön die Ähnlichkeit, aber gleichzeitig auch unterschiedliche Interpretationen. Daneben hängt dieses Bild von Hans am Ende, was für ihn sehr untypisch ist. Das links daneben, der Frühling, ist dafür ein sehr, sehr typisches Gemälde von Hans am Ende. Und passenderweise, wir bleiben quasi im Frühling. Daneben hängt noch ein Werk von Fritz Overbeck. Und daneben noch ein Bild von Fritz Overbecks Frau, nämlich Hermine Overbeck-Rothe, von der hatte ich euch auch schon ein bisschen was erzählt, die, wie ihr sehen könnt, auch sehr gerne und gut Wolken gemalt hat. Das ist ja so der Titel, den ihr Mann vor allem innehat, der Worpsweder Wolkenmaler, aber auch Hermine Overbeck-Rothe konnte die sehr gut zeichnen. Dieses Werk hier von Heinrich Vogeler ist sehr speziell, da kommen tatsächlich die Farben nicht gut raus in Aufnahmen, es ist fast unmöglich, habe ich den Eindruck. Im Original strahlt dieses Blau wirklich unglaublich. Es ist ein ganz tolles Bild, gerade im Original. Genau, und dann haben wir hier noch eine Galerie. Da kann ich euch nicht alle Bilder zeigen. Da hängt aktuell einiges von Clara Rilke Westhoff. Dieses witzige Entenbild von Otto Modersohn, was fast so ein bisschen comichaft tatsächlich teilweise wirkt. Das war sehr spannend. Ansonsten hängen da auch noch zum Beispiel ein Werk von Liesel Oppel, aber das darf ich euch noch nicht zeigen, leider. Genau, und dann gehen wir in diesen hinteren Raum und der war wirklich sehr, sehr spannend. Da hängen nämlich einige schon sehr expressionistische Werke aktuell, die hängen sonst nicht dort. Das ist quasi Teil dieser Höttger-Ausstellung und da geht es eher darum, um Höttgers spätere Entwicklung und der Expressionismus in der Malerei und einige Künstler, die er damit sehr inspiriert hat. Und das ist ein Kunststil, der in der Malerei in Verbindung mit Worpswede nicht so oft zu sehen ist, der zwar bei Paula Modersohn-Beckers Bildern quasi angedeutet wird, aber hier natürlich nochmal sehr viel expressionistischer wird und wirklich sehr spannend war. Und gerade dieser Teil der Ausstellung hat uns sehr, sehr überzeugt. Das war wirklich sehr schön und sehr gut. Genau, und im Prinzip war es das auch schon. Also das war unser Blick in die Ausstellung zwischen den Welten. Einmal in der großen Kunstschau, dann im Barkenhof und dann in der Kunsthalle in Worpswede. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Rundgang gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welcher Teil euch am besten gefallen hat. Die Links zu Julia Kielmann stehen in der Infobox. Falls ihr da nachgucken wollt und euch dazu mehr interessiert, guckt da gerne nach. Danke auch nochmal, dass ich diese Bilder zeigen durfte, beziehungsweise diese Kunstwerke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.